Hallo liebe Zuschauer von Basic Tutorials, mein Name ist Chris von Asus Deutschland. Wir sind hier während der Gamescom in Köln und wir haben ein paar Neuigkeiten mitgebracht. Unter anderem unseren allerersten OLED-Monitor, den ROG Swift PG32UQ. Das gleiche Modell gibt es auch nochmal in 48 Zoll, das sehen wir hier drüben, nochmal im größeren Setup, aber von den Spezifikationen ähneln die sich. Also wir haben einmal ein UHD-Display mit 136 Hertz, das heißt, sie sind nochmal deutlich schneller als Standardfernseher. Auch ein großer Unterschied zu den normalen Fernsehern ist, dass wir hier eine Mikrobeschichtung drauf haben, die halt die Reflexion deutlich besser eliminiert. Also das ist quasi ein mattes Display, könnte man so sagen. Weiterhin haben wir das ganze Panel passiv gekühlt mit einer riesen Heatsink hintereinander, also einem Kühlkörper so gesehen, keine aktiven Kühler oder sowas drin. Das reduziert die Temperatur so um ungefähr 8% gegenüber einer Standardkühlung. Und das sorgt dafür, dass dann zum einen das Display länger hält und die Farben halt auch über einen längeren Zeitraum nicht die Qualität verlieren oder halt irgendwelche Farbschichte entwickeln. Genau, anschlussseitig haben wir natürlich dann, weil es ein Monitor für natürlich auch Gamer ist, sowohl HDMI 2.1 als auch DisplayPort. Also das ist auch ganz ein großer Unterschied zwischen Fernseher, die gibt es halt normalerweise nicht mit einem DisplayPort-Anschluss. Das Ganze hat noch integrierte Lautsprecher, 10 Watt jeweils und natürlich auch eine Fernbedienung. Gerade bei der Größe sitzt man vielleicht nicht unbedingt so wie ich jetzt direkt vor dem Gerät, sondern kann dann halt auch zum einen das On-Screen-Display hier einbinden, wo man zum Beispiel das Panel übertakten kann. ActiveSync zum Beispiel und die ganzen Gaming-Features von uns. Also zum Beispiel kann man einen FPS-Counter aktivieren oder ein Fadenkreuz und diverse andere Funktionen. Game Visual ist dann vordefinierte Grafikmodi zum Beispiel, also Farbeinstellungen. Wenn ihr Shooter spielt zum Beispiel, willst du ja zum Beispiel auch die Gegner in den dunklen Ecken sehen. Dafür gibt es dann halt zum Beispiel den Shadow Boost, den ihr halt in mehreren Levels einstellen kannst, sodass dann halt die dunklen Stellen aufgehellt werden und dann du natürlich einen Vorteil im Gaming hast. Ja, der Monitor kommt in Kürze raus. Den Preis werden wir auch jetzt in den nächsten Tagen, hoffe ich, bekannt geben. Eine weitere Monitorneuheit von uns ist hier der ROG Swift 360 Hz PG27 AQN. Das ist unser erster 360 Hz Monitor mit WQHD Auflösung. Wie man hier sieht, 27 Zoll natürlich, wie der Produktname auch sagt. Ist natürlich ein Gerät für E-Sportler vor allem. Und für die haben wir auch ein spezielles Feature eingebaut, oder mehrere spezielle Features. Eins ist, dass man quasi auch ein 24 Zoll Bild 1:1 hier darstellen kann. Also wenn ihr lieber in Full HD zocken willst, auf 24 Zoll, so wie es vielleicht gewöhnt bist von einem alten Monitor, kannst du es auch wirklich 1:1 hier darstellen und genießt trotzdem die 360 Hertz Vorteile. Wenn du deinen Monitor auch weiterhin optimieren willst, ist dann noch der Reflex Analyzer drin von Nvidia. Damit kannst du nicht nur die Latenz vom Spiel an sich messen, sondern wirklich vom Klick der Maus bis zur Wiedergabe auf dem Monitor. Und dann kannst du halt die Messergebnisse entsprechend auswerten und so hingehend deinen Monitor noch weiter optimieren, um die Latenzen noch weiter runterzubringen. Ja, an der Stelle würde ich mich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Nicht vergessen, immer hier zu abonnieren, kommentieren und natürlich auch das Video zu teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.